Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch hier eine Taucheruhr aus der Schweiz vorstellen, und zwar das Modell Tissot SeaStar 1000 Powermatic 80 Silizium. Dieses Modell bringt einige Besonderheiten mit sich, die ich im Detail erläutern werde, und ich gebe euch abschließend auch nochmal ein Fazit, was mir an dieser Uhr besonders gut gefallen hat und ob es auch etwas gab, was mir eventuell weniger zusagte. Schauen wir uns die Uhr jetzt gemeinsam im Detail an. Das Gehäuse der Uhr, wie auch das Armband, sind aus einem hochwertigen Edelstahl gearbeitet. Der Edelstahl trägt die Bezeichnung 316L und zeichnet sich durch seine besondere Robustheit aus. Das Gehäuse der Uhr hat einen Durchmesser von 43 mm. Die Uhr ist verhältnismäßig groß, allerdings ein übliches Format für aktuelle Taucheruhren. Die Höhe beträgt 12,7 mm. Es gibt Taucheruhren, die wesentlich höher auftragen, allerdings auch deutlich schlankere Modelle. Auf der Oberseite hier eingesetzt ein kratzfestes Saphirglas. Die Krone ist verschraubt, signiert mit dem Herstellerlogo. Die Uhr bietet dadurch eine Wasserdichtigkeit von bis zu 300 Metern. Erwähnenswert hier auch der zusätzliche Flankenschutz, um Beschädigungen der Krone im Praxiseinsatz zu vermeiden. Die Lünette ist in eine Richtung drehbar, nur nach links, wie es sich für eine Taucheruhr gehört. Sie rastet hier sauber ein, bietet verhältnismäßig wenig Spiel. Die Rasterung beträgt 120 Einheiten. Eine Besonderheit der Lünette besteht darin, dass dieses blaue Lünetten-Inlay aus Keramik gefertigt ist. Zum einen bietet dieses Material einen sehr schönen Glanz, optisch sehr ansprechend. Darüber hinaus ist Keramik auch besonders kratzfest. Der Einsatz von Keramik ist bei Uhren dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit und hier wirklich auch nochmal hervorzuheben. Das Zifferblatt in einem dunklen Blauton. Das Zifferblatt ist eines der Highlights von diesem Modell. Sehr schön gearbeitet mit einem Sonnenschliff. Je nach Lichteinfall changiert dieser Blauton von einem mittleren Blau bis in ein dunkles Blau und bis fast in einen Schwarzton hinein. Auf dem Zifferblatt hier aufgesetzt die Indizes. Schön gearbeitet, in Edelstahl eingefasste Super Luminova. Die Zeiger auch aus Edelstahl gearbeitet und poliert, sehr gut zu erkennen. Für die Nachtablesbarkeit auch mit ausreichend Super Luminova befüllt. Eine Besonderheit hier nochmal der Sekundenzeiger. Auch hier ist wieder das Logo, das T auf dem Ende mit eingearbeitet. Auffällig bei dem Sekundenzeiger des Weiteren, dass die Super Luminova-Masse sehr weit vorne eingebettet ist auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche. Optisch hat dies zur Folge, dass die Uhr nochmal von ihrem Durchmesser des Zifferblatts deutlich größer wirkt. Ein ganz spannender Effekt. Der Außenrand des Zifferblatts ist geprägt von der Minuterie. Diese hebt sich hier von der Höhe nochmal ab von dem sonstigen Zifferblatt. Dadurch wird das Licht anders gebrochen und es entstehen schöne optische Effekte. Beschriftet ist das Zifferblatt mit Tissot 1853, dem Gründungsjahr des Unternehmens, unterhalb der 12. Wir sehen im unteren Bereich die Beschriftung SeaStar Powermatic 80 Silizium. Darunter befindet sich das Datumsfenster, verhältnismäßig klein gehalten, aber immer noch ganz gut ablesbar. Was mir hier gut gefällt, das Datumsfenster ist rund gearbeitet und lehnt sich an die Gestaltung der runden Indizes an. Wirklich schön und unauffällig gemacht. Schauen wir uns die Rückseite der Uhr an. Wir sehen hier auf der Rückseite, das Gehäuse ist verschraubt. Es ist ein Saphirglasboden eingesetzt, der den Blick auf das Uhrwerk freigibt. Wir haben hier ein Großserienwerk verbaut, von ETA entsprechend auf Tissot umgelabelt. Wir sehen hier einen automatischen Aufzug. Der Rotor selber ist auch wieder mit dem Herstellerschriftzug signiert, verfügt über einige Gravuren. Ansonsten bei diesem Werk wenig Dekoration, wenig Veredelung der Oberflächen.
Das Werk bringt zwei Besonderheiten mit sich. Zum einen eine Gangreserve von bis zu 80 Stunden. Das bedeutet, voll aufgezogen läuft diese Uhr mindestens 80 Stunden durch, was verhältnismäßig lange ist. Ein weiteres Highlight von dem hier verbauten Werk ist die Siliziumspirale. Der Einsatz von Silizium in Uhrwerken war bis vor einigen Jahren nur sehr hochpreisigen Uhren vorbehalten. Seit einiger Zeit wird Silizium auch bei dem einen oder anderen Hersteller in der Mittelklasse mit eingesetzt. Was zeichnet diesen Werkstoff aus? Silizium ist sehr resistent gegen magnetische Einflüsse wie auch gegen Temperaturschwankungen. Was bedeutet das in der Praxis? Die Ganggenauigkeit der Uhr ist in der Regel sehr, sehr gut. Sie wird nicht beeinträchtigt oder nur unwesentlich beeinträchtigt durch äußere Einflüsse. Wir sehen hier auch bei ganz genauer Betrachtung, links neben der Unruhe gibt es ein kleines Siegel mit der Beschriftung SI für den Einsatz der Siliziumunruhe in diesem Uhrwerk. Das Armband ist massiv gearbeitet. Es ist hier mehrgliedrig. Wir sehen hier auch schon wie beim Gehäuse mattierte und hochglanzpolierte Flächen miteinander kombiniert. Auf der Außenseite passend zu der Außenseite der Hörner die Mattierung. Das Armband ist nicht geschraubt, sondern die einzelnen Glieder sind hier mit Stiften miteinander verbunden und entsprechend können diese einzelnen Glieder auch einfach ausgewechselt werden. Die Schließe, hier eine Sicherheitsbügelfaltschließe, auch wieder mit dem Logo. Die Schließe ist soweit funktionell gearbeitet, könnte gefühlt auch etwas besser sein von der Hochwertigkeit, passt aber soweit noch. Die Schließe bzw. das Armband hat eine Besonderheit, die ich euch hier auch kurz mal zeigen möchte. Es gibt hier eine Tauchverlängerung. Wofür wird das Ganze benötigt? Wenn die Uhr tatsächlich zum Tauchen genutzt wird, kann die Uhr problemlos über den Tauchanzug angezogen werden. Und hierfür lässt sich das Armband ganz einfach und ohne zusätzliches Werkzeug im Durchmesser vergrößern. Im Anschluss klappt man das einfach wieder ein, klickt das hier ein und hat die normale Armbandgröße. Positiv zu erwähnen bei diesem Armband sind hier oben nochmal die massiv gearbeiteten Bandanstöße. Das sieht man auch nicht bei allen Uhren in dieser Preisklasse. Insgesamt passt das Armband gut zu der Uhr. Bei der Schließe hätte ich mir eine etwas bessere Verarbeitung gewünscht. So, ich möchte euch jetzt nochmal zeigen, wie diese Uhr an meinem Handgelenk aussieht. Mein Handgelenk hat einen Durchmesser von circa 18,5 Zentimetern. Man sieht das hier, die Uhr passt sehr gut, liegt gut auf, trotz ihrer verhältnismäßig großen Größe, trotz der 43 mm, passt das Ganze noch ausgezeichnet. Und ich kann diese Uhr für meinen Handgelenksumfang uneingeschränkt weiterempfehlen. Hier sieht er die Hissot noch einmal an dem Kautschukband, ein schwarzes Band mit einer massiven Edelstahlschließe, hier von der Oberfläche her mattiert gearbeitet. Man sieht auf dem Band hier eine aufgeprägte Struktur, ein T in Anlehnung an das Firmenlogo und auf der Unterseite hier eine Prägung. Das kann ganz angenehm sein, damit die Luft besser zirkuliert zwischen Armband und der Haut. Was mir an dieser Uhr sehr gut gefällt, ist dieses sehr einfache, sehr gut abzulesende Design. Und was ich wirklich zu schätzen weiß und wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, es handelt sich hierbei um ein sehr, sehr eigenständiges Design. Mein Eindruck bei Taucheruhren ist ansonsten, es gibt ein, zwei Modelle von dem Schweizer Luxushersteller, die sich alle anderen zum Vorbild nehmen und diese Modelle mehr oder weniger kopieren oder die wesentlichen Designelemente übernehmen.
Daneben gibt es seit einigen Jahren den Trend von Schweizer Uhrenherstellern und auch in Japan, dass man nachschaut, was gab es denn an historischen Modellen in den 50er und 60er Jahren und diese Modelle als Vorlage nimmt für Neuinterpretationen. Dabei sind ohne Frage sicherlich sehr, sehr schöne Uhren herausgekommen, die, wie ich finde, aber auch alle eine nicht unwesentliche Ähnlichkeit haben. Hier ein neues Design von Tissot entwickelt, ein sehr eigenständiges Design, echt schön geworden. Und vielleicht dient dieses Design in 20 oder 30 Jahren als Vorlage für die eine oder andere Hommage an eine Taucheruhr. Ich bin wie immer darauf gespannt, wie euch diese Uhr gefallen hat. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch mein Video zugesagt hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützen wollt und auch kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert bitte den Uhrenkanal. Herzlichen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Bis bald, euer Michael.